Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne eine Spielplattform noch machen. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt hinkriege und ähnliches, was man da alles braucht noch für. Ich glaube, da muss ich auch noch ein paar Features freischalten, aber ich wähle mir das mal aus und die nennen wir natürlich Steel Games. Nur passt ja. So, gut. Dann gucken wir doch mal, was für Features wir dort hinzufügen können. Wir können erstmal eine Startseite hinzufügen, die Videofunktionalität können wir hinzufügen, Offline-Inhalte können wir hinzufügen. Ah, da müssen wir natürlich auch noch, da müsste ich sie ja eigentlich mittlerweile auch gehen, ne? Oh, das habe ich auf der Streaming-Plattform, das will ich ja nicht gar nicht so weiter betreiben. Gut, dann nehmen wir hier auf jeden Fall erstmal eine Startseite, die braucht man sowieso, ne? Wo man irgendwo ankommt. Offline-Inhalt, der ermöglicht es Usern, in der Geräte zu speichern und offline nutzen können. Ich glaube, das ist ganz gut. Eine Profilseite müssen wir dann noch erforschen. Teilenfunktion. Merkzettel ist gut. Boah. Oder machen wir die Videofunktionalität, geht am schnellsten hoch zu pushen. So, und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen ein Umsatzfeature. Wir brauchen ein bisschen Werbung. Was uns dann nachher gleich dazu bringen wird, dass wir denn mein Headhunting ändern werden. So, dann werden wir natürlich hier ein wenig was drauf tun. Wir machen erstmal 5 Punkte so. Hupsalat. Die Games. Hosting. Kriegst du jetzt natürlich auch erstmal 5% ab. SteelTube hat Hosting 15%. Die Shepard Hosting. Ah. Auch schon 15%, würde ich sagen, oder? Jetzt ist hier 13%. Gut, die 4% reichen erstmal. So, dann haben wir hier noch 66%. Na, das passt. Okay. Aber da müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass das jetzt nicht alles zusammenbricht, aber ich glaube, wir brauchen nur noch ein paar neue Server. Macht aber nichts. So, jetzt wollen wir hier beim Feature, Videofunktionalität, müssen wir natürlich auch noch verbessern. Auch nochmal auf, na gut. Ein Level bringen, welches erträglich ist. Da müssen wir dann hinterher gucken noch. Wir haben die kostenlose Software erstmal, können jetzt ein paar User anlocken hier, anlocken auf dieser Seite, werden Marketing betreiben, machen eine E-Mail-Kampagne, in der wir die Startseite bewerben, eine Kampagne erstellen, ganz billig erstmal nur. Nee. Marketing. Und machen noch eine Textanzeige für die Video-Funktionalität und werden dort auch eine Kampagne nochmal starten. So, gut, dann sollten hier ab und zu auch auf Steel Games ein paar Leute kommen. Und jetzt haben wir dann erstmal, müssen wir mal gucken hier, wie das mit der Serververteilung aussieht, aber ich denke mal, da müssen wir was machen. Da müssen wir was ändern dran. Und apropos hier Headhunting, da wollte ich mal ganz kurz gucken. Wir haben ja schon ein paar Stück hier, die vielleicht interessant sind für uns. Der ist sehr interessant. Also ich nehme 2 Stück erstmal dazu. 3.500 Startgehalt. Angebot senden. Möchtest 3,6. Ja, komm, die kannst du kriegen. Angebot annehmen. So. Wunderbar. Und dann geht's weiter hier. Und dann werde ich nämlich mir noch je nach Geschwindigkeit sortieren. Hier. Ist auch günstig. So. 3.500. Angebot senden. 4.500. 4.200. 4.000. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Treffen wir uns dann in der Mitte. Dann müssen wir nämlich hier 2 Stühle noch dran stellen. Muss man hier mal den Pott umstellen. Huch, naja. So, und dann setzen wir die beiden dann ran. Und die werden aber erstmal mit der Schulung beginnen. Genauso wie hier. Erstmal ausbilden. So, gut. Okay. Das wollte ich noch machen. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch einen Marketing-Heini uns besorgen. Schulung, nee. Anwerbung, abbrechen, Headhunting starten. Ich brauche jetzt noch einen Vertriebsleiter. Na, hier für die Seiten. Und dann müssen wir hier ein bisschen was umziehen lassen nochmal. Auch wenn es jetzt so doof aussieht. Erstmal dahin.
So, dann müssen wir die hier mal in die Mitte nehmen. So, dann brauchen wir da nämlich noch einen von der dann für unsere neue Webseite für Steel Games quasi dann einen Vertrag raussucht. Ne? Das ist wichtig. Bisschen Geld verdienen müssen wir natürlich auch mit der Webseite. Das ist natürlich klar. So, jetzt gucken wir aber mal hier die Serverlast an. Wir sind 10 Uhr morgens. Das sieht zwar schon sehr interessant aus. DDoS-Attacke. Ach, ne, jetzt können wir natürlich gar nicht drauf achten, dass, naja gut, dann läuft ja nur die jetzt, also wichtig sind die Seiten hier. Das ist klar, dass jetzt hier richtig der Punk abgeht. Ja, wir müssen bei den Servern, müssen wir zulegen, so würde ich sagen. Okay, also sind wir schon, doch schon wieder im Serverraum. Ich dachte, wir sind eine Weile jetzt nicht hier, aber dann sind wir doch da. Bauen wir ein neues Rack auf, Geräte hinzufügen, wir kaufen uns. Was bringt denn der hier? Der bringt für 25.000 zwei Einheiten, 4.500 Watt Kosten, bringt der uns 650 Punkte. Das ist natürlich wesentlich besser, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kaufen wir davon mal ein. Und wollen ihn mal konfigurieren. Da sehen wir schon, wir brauchen nur noch die anderen Konfigurationssachen. Deswegen auch die mehr an Leuten. So. Gut, den haben wir einen, so einen großen Server jetzt hier erstmal reingesteckt. Der bringt uns jetzt noch ein paar Punkte. Dann Gerät hinzufügen. Der kostet 30.000. Kaufen wir davon noch einen und davon noch einen. Und warte mal, Gerät hinzufügen. Ich kaufe dir noch zwei Kühlungen. So. Dann werden wir den erstmal konfigurieren. Konfigurieren. So, und dann sehen wir, dass wir jetzt noch einen Web- und einen Datenbank-Server dazu kaufen können, um richtig Punkte zu kriegen. Das Geld haben wir noch. Heißt also, ein hiervon, ein davon, ein hiervon, ein davon. Konfigurieren. Konfigurieren. So. Das sollte temperaturtechnisch jetzt erstmal ganz gut laufen hier. Und die Server sollten ein bisschen was machen und wir haben 20.000 Punkte mehr hier bei der Leistung der Webseite und das sollte uns dann auf jeden Fall erstmal helfen. Nee, ich muss da drauf klicken. Gut. So, das ist ja 20% mehr Leistung an den Servern, sollte jetzt hier dann erstmal auch ein bisschen wieder die Leute ein bisschen beruhigen und dann hier ein bisschen was bringen. Gut, wir haben, genau, wir haben hier die Leute noch. Mach mal Pause hier, sonst gibt es unseren Zeiger hier, dass es dazwischen gespringe. So, da haben wir. Das ist so der erste Kandidat, den ich als sehr gut ansehe. Hat halt eine schlechte Grundgeschwindigkeit, aber das wird ja. 3.500 Angebot senden. Na, da ist aber noch Vorstellung. Da muss ich dir mal ein paar passende Vorstellungen ein bisschen kleiner machen. So. Gut, okay, dann los. So, dann brauchen wir einen Schreibtisch für ihn. Und müssen ihn da dran setzen. So, du kriegst erstmal einen Filter, ja. Steel Games, was hast du bis jetzt? Wie viele Aufrufe kann ich dir denn hier schon zumuten? Hier kann ich erstmal, glaube ich, Verbesserungen machen noch. Startseite. Kann ich aufs Maximum bringen und die Videofunktionalität kann ich aufs Maximum bringen. Okay, gut, dann haben wir hier erstmal schon mal da. So weit im Rhein, dass wir dann hier hinkommen. So. Konfigurieren. Wir haben momentan 33.000. Ist jetzt noch nicht so viel. Machst du mal bis 50.000. So, kannst du erstmal suchen. Wenn du was Schönes findest, dann kriegen wir hier einen Vertrag für die Seite. Und werden dort natürlich dann hoffentlich weiter wachsen. So, Maschine starten, wo gehen wir hin mit der Leistung? 79%, also da ist wirklich sehr gut was gekommen. So, maximale Anzahl an Leads erreicht. 2,1 Millionen könnten wir bedienen für 410. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal weg. Und lassen das da erstmal oben. Sind sie ist krank geschrieben? Okay, das ist nicht gut.
Mission starten und du brauchst auch nicht mehr Anwerbung. Du musst jetzt erstmal den Entwickler wieder. So, gut. Du hast hier maximale Anzahl an Leads erreicht. Das ist ja jede Menge hier. Ist da irgendwas dabei, was man brauchen kann? Irgendwie nicht. Ne? Was haben wir momentan? 1,2 Millionen. Nee. Da ist nichts Schönes dabei. Und wir werden den Filter auf 1,2 Millionen setzen. So, zurück. So. Wie sieht es hier aus? 1,7 Millionen, 2,1 Millionen haben wir hier. Ja, das verhandeln wir dann, wenn der Vertrag weg ist. Okay, das haben wir schon geklärt. Das bleibt hier so. Die 6,2 werden wir ganz knapp mal kriegen und das ist gut so. Und hier, du hast den ersten Vertrag für 10.000 Aufrufe. Den verhandeln wir mal für Steel Games. Das erste Zeitfenster, ein Tag. Machen wir 5 Tage, lassen wir den da drinnen. Gucken wir so gleich am Anfang gleich pisst oder so. Ne, 3,40 sagt er. Wie pisst ist er? 26%. Gehen wir auf 4,30 noch ran. Nehmen wir das mal an hier. Für 5 Tage ein bisschen Geld dann nebenbei verdienen. Für den ersten Anlauf bei der Webseite. Ne? Also das verschwindet im Rauschen momentan gerade. Das geht gerade unter. Aber dafür haben wir ja andere Webseiten, die uns dann durchaus hochpushen, was das angeht. So, Schulung. Okay, hier, der müsste auch noch in der Schulung sein. Der kann verbessert werden. Geht er jetzt in eine Schulung? Okay. Und ja, du suchst uns mal noch einen neuen Vertrag raus. Und dann gucken wir da mal demnächst weiter. So. Steel Games müssen wir noch einen Dings verpassen hier. Was sehen wir denn da Schönes? Tutulututu. Nehmen wir das. So. Ach so. Speichern. Gut. Okay. Also, ein paar Nutzer sind da. Geld verdienen tun wir damit noch nicht. Aber das ist so zu erwarten gewesen. Darf auch gerne so sein. Was ist denn, wenn ich so eine neue Webseite habe, die kann ich für 100.000 verkaufen? Okay. Dann habe ich schon ein bisschen mehr reingesteckt. Naja, gut. Naja, ja, weiß ich nicht, ob ich mehr reingesteckt habe. Na gut, durch die ganzen Kosten, wie die Mitarbeiter mir erzeugt haben, habe ich da schon durchaus mehr reingesteckt. So, in der Produktion würde ich sagen, müssen wir dann mal gucken, dass wir demnächst hier diese ganzen Experten-Sachen freischalten, dass wir die auch nutzen können. Im Büro sollten wir vielleicht eventuell auch dann mal irgendwann auf das den Programmierer-Schreibtisch oder halt eben auf den Manager-Schreibtisch gehen, also die letzten Schreibtische dort rauskriegen oder die besseren. Bei den Features, da könnte man natürlich den Merkzettel freischalten, das ist nämlich noch was ganz Billiges für die Einkaufs- und die Spieleplattform. Und natürlich auch ein wichtiges Feature. Und ein recht günstiges Feature dazu auch noch. Ne? Also wenn wir das dann jetzt dann dort erweitern, Steel Games, dass wir da den Merkzettel dann gleich mit reinbringen können. Ah, das wäre schon ganz cool, ja. So, Forschungspunkte kriegen wir echt jede Menge rein. Ne? So, jetzt machen wir mal die Zeitmaschine an. So, da hat sich jemand krank gemeldet. So, nochmal ganz kurz erstmal Bestand aufnehmen. 1,7 Millionen Aufrufe haben wir wesentlich mehr. Das müssen wir dann verhandeln, ja. Aber da kommen keine neuen hinzu, ne? Irgendwie? Gut, er hat hier 20.000, 2,50 Euro. Wir können den Filter auf über 100.000 stellen. Fangen wir mal an bei... So. Gut. Hier sieht's. Oh. Bleibt so. Warte mal, wie ist denn der geschult eigentlich? Er ist voll ausgebildet, okay. Du hast den Vertrag und du hast hier den Vertrag und da ist. Oh, 1,1 Millionen. Das ist schon mal kein Abbrechen. Das ist das falsche X. Das ist schon mal kein schlechter Vertrag. 1,1 Millionen. Den nehmen wir schon mal. Und dann können wir den Filter gleich hochsetzen hier auf 1,5. 1,4, weil das sind denn so der ist in der Folgevertrag von dem nächsten, der dann schon mal kommen kann. Ja, schon mal da sein kann. Ne? Man muss ja auch in die Zukunft gucken. Gut. Das wäre ganz cool, weil dann kommen wir nämlich hier jetzt auch langsam mit dem Steelship, mit dem Geld dann hinterher.
Kostet uns natürlich jetzt auch jede Menge Geld, was wir jetzt reinpumpen müssen, damit denn da marketingtechnisch was läuft. Aber dafür haben wir ja unsere Steel-Streaming-Seite, die wir dann irgendwann mal loswerden wollen. So, gut, so, der ist am Programmieren, diesmal krank. Da ist der Vertrag jetzt abgelaufen, jetzt müssen wir hier mal reingehen. Ne, hier war es nicht. Das werde ich mir nie merken, welcher Typi hier für was zuständig ist. So, okay, wir verhandeln diesen Vertrag für SteelTube. Mit 2,1 Millionen Aufrufen, bei 2,3, die wir erreichen können. Den verhandeln wir für 5 Tage. Und unser ganz großes Ziel ist es natürlich mal irgendwann zweistellig zu werden. Wir senden mal ein Angebot von 10. Kommt er mir mit 80 Cent mehr? Wie 43% pisst ist er schon. Dann gehen wir mal auf 7. So, dann kommst du mir dahin. Dann gehen wir mal auf 6,50. 6 kommst du mir, 6,40, ja, machen wir mal 6,30. 6,20 nehme ich an. So, das ist doch auch schon mal sehr schön. SteelTube hat einen neuen Vertrag mit 6,20 und wir machen hier schon die nächsten Verträge klar. Dann für warte mal, SteelTube, wie viel Aufruf hast du denn eigentlich? Features, konfigurieren. 2,3, also gehen wir dann bei dem hier, ach, ich werde es mir nie merken. So, wir werden hier den Filter auf 2,5 Millionen setzen und zwischen 2,4 und 2,5 Millionen und den werden wir hier wegmachen. So, das ist schon mal ein schöner Vertrag, das sollte denn sich jetzt hier auch nochmal, ja, deutlich merkbar machen. Naja, ist schon ein Taui mehr. Gut, sehr gut, weiter geht's. Weiter geht's mit dem Geld verdienen. Wir könnten theoretisch natürlich mal gucken. Wir haben jetzt so 183.000. Was kostet die Steelship ist hier bei den Features auf Maximum, ne? Ja, 40. Okay. Kostet aber noch mächtig CU hier. Da müssen wir mal reingehen. Okay, hier können wir Verbesserungen machen. Das war okay. So, SteelTube. Man hat auch die Windows-Funktionalität auch noch mit sehr hohen Eingangskosten hier an Rechenleistung. So, hier sind wir aber auch auf Max-Stufe. Das heißt also, hier beim Hosting können wir dann, also beim Feature können wir auch das neue Cube-Framework dann nutzen. Für 300.000, okay. 300.000 brauchen wir dafür mal. Maschine starten. So. Wie viel Geld habe ich hier schon erzeugt jetzt, wenn ich hier ein bisschen verkaufen würde? Naja, geht doch schon. Es geht doch schon. Gut, wir verdienen gut Geld, wir kriegen ein bisschen was rein, wir werden immer größer. Wir haben eine neue Webseite gegründet, Steel Games, wollen dort ein bisschen was machen. Oder hoffen, dass wir da was gemacht kriegen. Und wir kriegen auch andauernd Angebote rein, ne, für bestimmte Seiten. Hier interessiert mich aber eher weniger. Mein Risikokapital möchte ich nicht weiter vergrößern. Ich möchte ja das hier loswerden. Deswegen halte ich die jetzt an dieser Stelle. Ich denke mal, wir werden mit SteelShip, SteelTube und SteelGames irgendwann hier auch dran vorbeiziehen. Sind aber schon immerhin auf Position 53 von allen möglichen. Viel mehr geht aber auch nicht, da wir jetzt hier den Ausbau oder was wir nachher doch die Features könnten wir hier noch weiter verbessern. Die Offline-Inhalte. Da könnte man wirklich nochmal eine Verbesserung drauf geben, ne? Da fehlt uns das hier. Frontend-Module. Wollen wir noch ein bisschen Wachstum dort erzielen? Ach, nee. Nee, es wird nur teurer, um mich da rauszukaufen. Das ist ja das Fiese an der Sache. So. Aber hier bei den Frameworks, da hätte ich natürlich auch schon durchaus Bock, mir dann also so richtig rauszukaufen, dass ich da richtig viele Features reinbringen kann, ne? Gut, das geht nicht, aber hier 9 Features. Nein, das wäre das erste mit 9 Features. Bis zur Max-Stufe 2000. Schon hart, ne? Da geht einiges rein. Da kannst du schon mal. Das war teuer. Auch das ist schon richtig teuer, das in, auszubauen, um dann den Wechsel zu machen. Wie gesagt, also hier ist es natürlich durch die. Das ist die interessante Sache hier, ne? CU pro MS, ne? Also wie viel du da reinsteckst, das ist ja hier Faktor 3, ne? Also das, um so viel geht das dann runter, der Verbrauch. Und das ist viel wert.
Und Nitrosoft ist da natürlich auch noch ganz gut, kostet aber lizenztechnisch weniger. Also ich würde ja die hier ganz gerne nehmen, ne? Aber 4,9 Millionen, da muss er aber ordentlich für stricken erstmal. Na gut, wir schalten weiter Features frei, damit wir dann, wenn es denn soweit ist, wie die auch. Das werde ich jetzt erstmal machen hier. Komm. So. Profi-Seite Bannerwerbung, was haben wir noch? Bezahlsystem. Bezahlsystem weiß ich noch nicht, was das sein soll. Ein Bezahlsystem ist ja dann erlaubt, Usern mit Kreditkarte oder Kryptowährung zu bezahlen. Bezahltes Netzwerk, Einkaufsplattform, Streamingdienste und Videoplattform. Ist ja eigentlich auch was für uns, ne? So, da ist ein Vertrag abgelaufen. Vertrag Nummer 44. Wie ist das denn wieder abgelaufen? Achso, das war der hier. Achso, oh Gott. Games haben wir, sind wir noch nicht ganz auf Geld aus, ne? So, für das Zeitfenster 5 Tage verhandeln. Also wir sind schon auf Geld aus, aber da kommt ja eh nicht so das meiste rein. So, 93 und dann bist du schon ganz schön pisst. Naja, komm, gucken wir mal, was du sagst, wenn ich dir jetzt so 55 anbiete. Hier 30 und bist ganz schön pisst. Na ja, komm, nehm ich's an. So. Naja, ist eine Verzehnfachung. Erste Verzehnfachung der Einnahmen auf dieser Webseite. Das ist schon mal ganz cool. So, müsste jetzt hier auch stehen, dass ich dann heute einen Gewinn habe. Ja, alles klar. Gut. Eieiei. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache mir hier die Startseite weiter. Da hat sich über krank gemeldet. Den Vertrag haben wir abgeschlossen. Den Typen werde ich jetzt. Brauche ich den jetzt oder will ich ihn erstmal schulen lassen? Ne, den brauche ich eigentlich. Der muss ja ein paar gute Aufträge noch ansuchen hier. Ich könnte aber, glaube ich, schon auf 200.000 gehen, oder? Ja, ich könnte da den Filter schon auf 200.000 setzen bei ihm. Wenn man dann einen anständigen Vertrag anholt. So, gut, das kriegen wir hin. Bis dahin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.